Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zum Stiftungstalk hier im Rahmen des 12. Berliner Stiftung Tages. Mein Name ist Shelly Kupferberg, gerade unten in der Bauchbinde, in der sogenannten zu sehen, freie Journalistin, Moderatorin und seit vielen Jahren auch in der Stiftungsszene moderierend unterwegs. Insofern freue ich mich auch in diesem Jahr wieder Teil dieses Tages sein zu dürfen. Wie immer, das haben Sie sicherlich schon mitbekommen, möchten wir ja auch mit Ihnen, liebes Publikum, ins Gespräch kommen. Wir haben jetzt einige ExpertInnen hier für diesen Stiftungstalk eingeladen, um ein wenig darüber zu sprechen, wie es denn um die Stiftungsarbeit steht. Wir alle wissen, wir haben eine ganz große Zeit des Lernens hinter uns. Ein Ende ist ja noch nicht abzusehen, wie wir auch leider wissen, wenn wir das Radio oder wie auch immer die Medien verfolgen. Kreativität, Beweglichkeit, all das ist gefragt, um in Pandemiezeiten weiterhin arbeiten zu können und wie es Stiftungen in Krisenzeiten so geht, was sie entwickelt haben, womit sie sich auseinandersetzen, welches Signal sie über ihre Arbeit auch in die engagierte Zivilgesellschaft als auch die Gesellschaft als Ganzes aussenden möchten. Darum soll es jetzt gehen. Ich sagte schon, mit einem profilierten Panel, aber auch gerne mit Ihnen. Insofern, in dem Moment, wo Ihnen irgendeine Frage in den Kopf kommt oder eine Ergänzung, eine Anmerkung, zögern Sie nicht. Benutzen Sie den Chat hierfür. Mir werden die Fragen zugeleitet. Ich habe die im Blick und wir möchten sie dann auch gerne, nachdem wir uns hier so ein bisschen ausgetauscht haben, einbringen in das Gespräch. Das Gespräch heute mit Sosan Şepli, Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales. Schön, dass Sie dabei sind, Sosan Şepli. Herzlich willkommen und hallo. Dr. Mira Nagel begrüße ich ganz herzlich, Mitglied der Geschäftsleitung des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Sie ist dort die Leiterin für die Verbandsentwicklung. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Matthias Schmolz ist heute bei uns Geschäftsführer des Deutschen Stiftungszentrums und kaufmännischer Leiter des Stifterverbandes. Einen schönen guten Tag. Und Dr. Anne Dunker von der Mercator Stiftung, dort im Team Europa in der Welt. Anne Dunker, auch an Sie ein Hallo nach Essen in diesem Fall. Ja, Pandemiezeiten zum einen, zum anderen die Nullzinsphase. Also das sind ja zwei doch große Herausforderungen. Erstmal so ein Gesamtbild, Mira Nagel. Wie geht's den Stiftungen so? Was beobachten Sie in den letzten Monaten, Jahren, muss man ja sagen? Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf und willkommen nochmal in die Runde. Wir beobachten ganz unterschiedliche Dinge. Einerseits scheint es mir, dass die Zeit der Herausforderungen ganz viel Dynamiken freisetzt bei den Stiftungen und Entwicklungen, für die wir vielleicht ohne Corona viel länger Zeit gebraucht haben, einfach sich beschleunigen. Das ist durchaus zu beobachten. Vielleicht, um es gleich konkret zu fassen, wir haben ja eine Stunde Zeit, die gut zu nutzen. Ich habe es bei uns in den Mittelstiftungen, bei den Förderstiftungen beobachten können, dass die sehr aktiv sich auf einmal mit der Rolle zwischen Geförderten aus der Zivilgesellschaft und ihrer Rolle als Stiftung auseinandergesetzt haben. Da wurden Aufrufe gestartet, wie man eben zukünftig auch in dieser Krisenzeit, die eben vieles der aktuellen Stiftungsarbeit hinterfragt hat oder auch einfach nicht möglich hat, mehr machen lassen können, dass man da einfach sehr konkret Dinge und Prozesse überdacht hat. Das ist natürlich bei Stiftungen auch immer häufig mit Gremienstrukturen auch nicht ganz einfach, aber da ist auch viel Bewegung aufgekommen. Und ganz generell vielleicht zur Pandemiesituation, ich weiß nicht, wer von Ihnen das auch wahrgenommen hat, der Bundesverband hat eine Umfrage unter seinen Stiftungen gemacht, Anfang letzten Jahres ist die erschienen. Da wollten wir einfach mal hören, das Ohr an die Mitgliedschaft zu legen, wie gehen die Stiftungen, wie kommen die Stiftungen mit der Corona-Zeit zurecht, was sind die Auswirkungen? Zumindest Anfang 2021 hatten wir dann die Ergebnisse vorliegen, dass es tatsächlich unheimlich viele, und das kann ich auch bestätigen aus vielen Rechtsberatungen, die wir natürlich gerade zu Beginn der Pandemie kostenfrei für unsere Mitglieder gemacht hatten, da sind unheimlich viele Probleme und Fragen gewesen. Ja, einerseits und auch für gerade kleinere Stiftungen existenzielle Bedrohungslagen. Andererseits ist es eben so, dass diese Umfrage auch gezeigt hat, die Zahlen sprechen für sich. Über 60% haben gesagt, Fundraising-Einnahmen sind gleichbleibend geblieben. Bei 10% sind sie sogar gestiegen, nur bei knapp 25%, glaube ich, sind sie dann gesunken durch Corona. Also das heißt, wir müssen, glaube ich, haben ein differenziertes Feld, was man betrachten muss, wie es den Stiftungen geht.
Und ich glaube, das vielleicht als letzten Satz erstmal an dieser Stelle, was sich herausgestellt hat, ist gerade für Stiftungen ist die Niedrigzinsphase sicherlich das längerfristigere Problem, mit dem wir weiterhin auch zu tun haben werden. Also gar nicht zuvorderst Corona entstandene Probleme, sondern vor allen Dingen die Niedrigzinsphase. Das ist ein interessanter Befund. Ich danke Ihnen. Mit dieser Niedrigzinsphase befassen wir uns auch auf dem Stiftungstag schon seit einigen Jahren. Daran merkt man es auch. Das ist so ein roter Faden, ja, in der Arbeit. Aber erstmal danke für Ihren Befund. Ich würde die gleiche Frage gerne an Matthias Schmolz nochmal wenden, so überblicksmäßig. Was hören Sie da so von den einzelnen Stiftungen? Wo stecken die gerade? Mit welchen Herausforderungen haben die es zu tun? Ich kann mich eigentlich sehr gut an das anschließen, was Frau Nagel gesagt hat. Es ist ein differenziertes Bild. Insgesamt finde ich, und das ist doch sehr erfreulich, die Stiftungen haben diese Krise hervorragend gemeistert. Viele Stiftungen haben genauso, wie wir das ja als Organisation auch mussten, diesen Wechsel in die Pandemiewelt, in den Homeoffice-Modus wirklich gut bewältigt. Und das war nicht nur möglich, weil es gute technische Lösungen dafür gibt, sondern weil so viel Engagement und Flexibilität da waren, auch zunächst mal mit Kompromisslösungen, mit Behelfslösungen zu arbeiten. Das hat wirklich gut funktioniert. Und wir haben eine Arbeit, viele Stiftungen haben eine Arbeit, die ja grundsätzlich sich auch gut digital bewältigen lässt, zumindest für eine Zeit. Und das, meine ich, hat gut funktioniert. Es gibt eine große Belastung für viele. Wir haben auch Umfragen gemacht in der Zivilgesellschaft. Diese Belastung führt schon dazu, dass wir mit Sorge sehen müssen, dass es den ein oder anderen, die ein oder andere Engagierte gibt, die nicht mehr in dieser Situation die Zeit gefunden haben, das in dem gleichen Umfang fortzuführen. Zur Pandemie gehören natürlich viele ganz kurzfristige Herausforderungen und die Stiftungen haben sich diesen Herausforderungen gestellt. Also es gibt eine ganze Reihe von Beispielen dafür, wie jetzt Stiftungen kurzfristig unterstützt haben, ob das Forschungsprojekte zu Post-Covid ist, ob das also die Carsten-Stiftung zum Beispiel oder die Ernst-Prost-Stiftung, die ganz kurzfristig die Unterstützung für ein Krankenhaus in Bergamo organisiert hat. Aber auch andere Dinge, die sich jetzt zugetragen haben, also Flutkatastrophe zum Beispiel, wo kurzfristig Unterstützung organisiert wurde. Und bei den von uns betreuten Stiftungen ist zum Beispiel jetzt, wenn wir den Sommer des letzten Jahres zum Sommer dieses Jahres als Jahr nehmen, das Spendenvolumen um rund 25% gestiegen. Also auch das eine erfreuliche Entwicklung. Aber es ist eine große Belastung für alle Organisationen, die Nerven zu behalten, geduldig zu bleiben, damit zurechtzukommen, dass wir jetzt wieder zurück müssen in diesen Modus, dass wir nicht genau wissen, wie lange es dauert, obwohl so viele geimpft sind. Und das wird uns noch weiter und den Stiftungen in den nächsten Wochen und Monaten eine Menge abverlangen. Interessant auch, dass Sie nochmal beschreiben, dass einige Stiftungen wirklich ganz anders nochmal zum Einsatz kamen. Ja, also auch ganz organisatorisch und operativ, trotz der großen Krisen oder wegen der großen Krisen. Eine Stiftung wie die Mercator-Stiftung, Dr. Anne Duncker, die gerade ja auch nochmal intern, ist ja noch gar nicht so lange her, dass die sich auch nochmal neu organisiert, neu aufgestellt haben, thematisch, also auch ein großer Relaunch in-house gehabt hat und dann noch mit den ganzen Herausforderungen von Pandemie, Nullzins sowieso oder Niedrigzins, wie wir es schon beschrieben haben. Was hat denn das alles sozusagen geheißen für die Mercator-Stiftung in Bezug auf ja das jetzige Tun ihrer Stiftung? Können Sie uns ein paar Beispiele nennen, wie Sie beweglich sein konnten und bleiben konnten, um operativ irgendwie wirksam zu sein? Ja, sehr gerne. Ich muss sagen, ich bin unglaublich beeindruckt von unserem Team gewesen, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch diese Zeit gegangen sind oder immer noch gehen. Sie haben es angesprochen, wir hatten in-house eine Reorganisation. Wir haben auch mit den Niedrigzinsen zu kämpfen und mussten damit umgehen. Wir haben dann eine interne Strategierevision gehabt und außenrum Corona. Also es war wirklich viel zu bewältigen in den letzten Monaten und das geht auch noch so weiter. Ich glaube, da ist es ein Schlüssel, dass im Stiftungssektor ein Großteil der Menschen ganz stark intrinsisch motiviert ist und hier ist, weil die Themen sie überzeugen und sie sich dafür einsetzen wollen, in diesen Themen gesellschaftlichen Fortschritt voranzubringen. Und ich glaube, dass diese intrinsische Motivation sehr viel auch durch diese Krise getragen hat
und dann eine große Innovationskraft freigesetzt hat. Darüber nachzudenken, wie kann man in Pandemiezeiten trotzdem wirkungsvoll sein. Wir als Stiftung arbeiten viel auch, zumindest in meinem Bereich, operativ. Das heißt, wir machen Programme wirklich selber und fördern nicht nur in Förderprogrammen. Das heißt, wir versuchen mit dem Ziel, internationale Verständigung voranzubringen, Menschen, vor allem junge Menschen aus Deutschland und aus China, aus Deutschland und der Türkei oder junge Menschen, die sich für Europa interessieren und wollen diese in den Austausch bringen. Das heißt, physisch zusammenbringen, mit dem Flugzeug oder mit dem Zug irgendwo hinfahren. Und das ist jetzt schon so viele Monate nicht mehr möglich. Da haben wir sehr kreativ drüber nachgedacht, wie kann man das auch online gestalten. Und wir waren überrascht zu sehen, es geht ganz schön viel. Es geht natürlich nicht alles und allen fehlt die direkte Begegnung, aber es geht ganz schön viel. Und da ist viel Innovation auch entstanden und viel neues Nachdenken geschaffen worden. Nicht zuletzt auch nochmal verstärkt das Nachdenken darüber, wo müssen wir eigentlich wirklich Flugreisen in Kauf nehmen und unseren CO2-Fußabdruck hinterlassen und wo müssen wir das nicht. Danke Ihnen auch nochmal für die Überleitung zu dem Nachhaltigkeitsthema, was uns ja auch in den letzten Jahren nochmal verstärkt zum Glück beschäftigt hat. Und da scheint es ja auch wirklich einen Paradigmenwechsel zu geben, den wir möglicherweise jetzt auch in der neuen Bundesregierung sehen werden, wie er sich politisch niederschlägt, ob er sich politisch niederschlägt. Aber wir wissen, all das ist ja angekündigt. So, nachdem ich jetzt die Stiftung abgeklappert habe, Sie merken schon, das ist jetzt dramaturgisch auch genauso gewählt, vom Großen bis in den Kleinen zu kommen. Ja, natürlich die Politik fragen, liebe Sausan Shipley, bei all diesen Herausforderungen, was konnte hier von der Berliner Politik sozusagen getan werden, um die Stiftungen auch in diesen Krisenzeiten, in diesen Zeiten, in denen vieles umgeschmissen worden ist, neu gedacht werden muss, zu unterstützen? Erst einmal vielen Dank auch an die Vorrednerinnen für das, was die Stiftungen in dieser sehr schwierigen Zeit geleistet haben. Ich habe wirklich großen Respekt davor. Ich arbeite nicht nur mit vielen Stiftungen, ich bin auch privat sehr eng mit vielen Menschen, die in Stiftungen arbeiten, habe da enge Freundschaften und habe gesehen, was die da in kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, einfach um weiter arbeiten zu können. Und ich habe da wirklich ganz, ganz großen Respekt davor. Und natürlich, die zurückgehenden Kapitalerträge sind eine gigantische Herausforderung für die Stiftung. Corona auch. Andererseits sind da Dinge entstanden, die vielleicht so niemals entstanden wären auf die Schnelle. Das betrifft ja auch die Politik. Erfreulich ist, dass der Trend zum Gründung neuer Stiftungen anhält. Es wurden weiterhin Stiftungen neu erkannt. Im Jahr 2020 waren das 31 bis zum 6. Oktober 2022. Das ist irgendwie ein schönes Zeichen für den Willen, Stiftung aufzubauen. Die Politik hat in den letzten Jahren vor allem Folgendes getan. Mit den Stiftungstagen haben wir natürlich ein Forum geschaffen des Austausches untereinander und mit Fachleuten auch aus der Stiftungsszene, weil es sich lohnt irgendwie, dass Stiftungen untereinander sich besser vernetzen und zusammenzuarbeiten, dass man Stiftungen, die ähnliche Ziele haben, vor allem, dass sie sich zusammentun, um auch Ressourcen zu bündeln, um gemeinsam auch am Ende mehr Wirkung zu erzielen. In der Corona-Krise direkt haben wir konkret mit einer Soforthilfe für gemeinnützige Organisationen geholfen, denen Einnahmen weggebrochen sind. Also die Vereine, Organisationen, die gesagt haben, wir können aufgrund von Corona einfach nicht weiterarbeiten und wir brauchen die Summe XY, um überhaupt der Tätigkeit weiter nachgehen zu können, denen haben wir finanziell geholfen. Außerdem haben wir gemeinnützige Organisationen beim Thema Digitalisierung, gigantisches Thema für alle, für Politik und Zivilgesellschaft, für Stiftungen, für alle war das sozusagen das größte Thema überhaupt. Da haben wir auch Unterstützung angeboten, eine Plattform, wo sich Zivilgesellschaft, also digital vereint hieß das oder heißt das, gibt es immer noch, wir machen das auch weiter, wo man einfach Know-how auch bekommen kann, wie man sich da in Sachen Digitalisierung besser aufstellt.
Der Bund bietet auch die Möglichkeit einer Überbrückungshilfe 3 und Überbrückungshilfe 3 Plus. Informationen dazu finden Sie auch auf der Seite Bürgeraktiv. In der Berliner Stiftungsaufsicht haben wir ein Team der Stiftung begleitet und hilft ganz konkret bei Satzungsfragen Antworten zu finden, zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, ob und wie die Umwandlung in eine Verbrauchsstiftung gestaltet werden kann. Das ist ja ein großes Thema, gerade vor dem Hintergrund der Herausforderung bezüglich zurückgehender Kapitalerträge. Wir wissen als Politik ganz klar um die Bedeutung der Stiftungen. Wir wissen, dass sie einen ganz großen Beitrag dazu leisten, dass dieses Land, diese Stadt beieinander bleibt und das Engagement auch bei der Frage des Umgangs auf die Angriffe auf unsere Demokratie, dass viele Stiftungen im Blick haben oder die Bildung unserer Kinder, die Politik alleine nicht angehen kann und nicht managen könnte, wenn es nicht die Stiftung zivilgesellschaftlichen Organisationen gäbe. Und Sie können sich sicher sein, dass der nächste Senat auch wieder einen starken Fokus darauf legen wird und Stiftungen weiterhin unterstützen wird. Das ist eine Gewissheit, die ich hier auf jeden Fall Ihnen, eine Sicherheit, die ich ihr auf jeden Fall Ihnen geben kann. Das ist schön zu hören, zumal ja Berlin in diesem Jahr vom Europäischen Zentrum für Freiwilligenarbeit zur europäischen Freiwilligenhauptstadt auch gewählt worden ist. Lassen Sie mich nur ganz kurz nachfragen, Sosan Şepli, wurden tatsächlich diese Angebote, die Sie zur Verfügung gestellt haben, diese Vernetzungsplattform und Hinweise, wie man sich organisiert, aufstellt, finanziert, wurde das auch tatsächlich wahrgenommen, dieses Beratungsangebot von politischer Seite? Haben Sie da einen Überblick? Also jetzt im Rahmen vom EVC, ja, meinen Sie? Ja. Die Tools, die Sie gerade vorgestellt haben, ja. Ich. Also das wurde absolut. Digital vereint hat so gut funktioniert vom Tag 1 an. Es gab total viele Organisationen, die uns auch um Unterstützung gebeten haben, was die Digitalisierung angeht und die Plattform nutzen, weshalb wir das Programm auch neu aufgelegt haben. Also wir hatten 2020 100.000, dann nochmal 100.000 dafür aufgelegt und wir werden das auch weiter unterstützen, weil das eben funktioniert, weil ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen Unterstützung brauchen, wie sie sich im Netz besser aufstellen. Und in der Berliner Stiftungsaussicht, ja klar, auf jeden Fall, weil es gibt immer auch jetzt, wir machen zum Beispiel auch einen engen Austausch, so einen Neustifterempfang, wo die neuen Stiftungen sich auch besser vernetzen können, auch gemeinsam mit Kaula Scharf-Deris und jetzt auch den Organisatoren der Stiftungstage. Das ist natürlich auch, das ist ein wichtiges Forum, wo wir auch sehen, dass es immer wieder auch für neue Stiftungen Fragen gibt, die Politik beantworten muss oder wo wir einfach unterstützen können und das auch gerne tun. Also Formate, die wir bereitstellen, werden auf jeden Fall in Anspruch genommen. Schön zu hören. Dann wollen wir noch mal so ein bisschen in die Initiativen, in die Stiftung selbst reinschauen. Mira Nagel, was haben Sie denn unternommen oder als Initiativen gestartet, um ebenfalls Ihre, ja, Stiftungslandschaft zu unterstützen, zu vernetzen, ähnliche Tools, wie wir sie gerade von der Politik gehört haben? Ich glaube, die Bewegungen sind überall ähnlich. Die Stiftungen und die Mitarbeitenden in Stiftungen wollen kollaborativ arbeiten. Das ist schon ganz vieles, was wir beobachten, auch in der Pandemie, wo die Nachfrage nach kollegialen Austauschformaten, fluideren und schnelleren Formaten einfach nochmal, finde ich, stark zugenommen hat, einfach aufgrund des Drucks, unter den viele dann einfach auch geraten sind. Da haben wir als Bundesverband natürlich auch Plattformen geboten. So verstehen wir auch unser Handwerk und unser Tun, dass wir eine Plattform sind für unsere Mitglieder, für die Stiftungen da draußen, sich eben bei uns zu vernetzen, Kooperation zu finden und all diese Stichworte, die so wichtig sind schon immer, aber in dieser Pandemie, glaube ich, einfach nochmal eine, für viele auch einen anderen, eine andere Dringlichkeit bekommen haben.
Ich will noch ganz kurz anschließen an das, was Frau Schäpli sagte. Meine Erfahrung ist tatsächlich auch die Stiftungsgründung. Sie erwähnten das gerade, Frau Schäpli. Die Gründung von Stiftungen, die Anzahl steigt weiter. Ich kann das bestätigen. Auch die Mitgliedschaft im Bundesverband. Also auch wir wachsen als Bundesverband weiter. Das heißt, der Stiftungssektor ist in einem kontinuierlichen Wachstum. Da hat die Corona-Pandemie Gott sei Dank eben keinen Einbruch verursacht. Das finde ich erstmal was sehr Positives. Frau Schäfli, Sie erwähnten dann noch eben auch die neuen Beratungsformate, wo ich gerne anschließen würde, weil genau das ist auch unsere Erfahrung in unserer kostenfreien Rechtsberatung beispielsweise, die wir eben für unsere Mitglieder auch leisten und in der Corona-Zeit natürlich nochmal ganz groß nachgefragt war, die Frage einfach bei kleineren Stiftungen, die dadurch, dass dann einfach Veranstaltungen ausgefallen sind, dass viele Formate so nicht mehr funktionierten, einfach auch in existenzielle Bedrohungslagen kamen, abgesehen eben von der bestehenden Niedrigzinsphase, dass einfach die Nachfrage nach Zusammenlegungsberatung, die ist schon gestiegen, das können wir sagen, das ist nicht massiv, aber es steigt die Nachfrage. Und eben die Idee einer bei Stiftungsgründungsberatung, die wir ja auch machen, zu sagen, möglicherweise ist eine Verbrauchsstiftung auch wirklich das, was es am Ende sein soll. Also das sind schon Beobachtungen, wo sich die Weichenstellungen, glaube ich, langfristig ein Stück weit verändern. Und was wir noch machen, ist Zustiftungsberatungen. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt und eben überlegt, gründe ich eine Stiftung, was mache ich sozusagen mit dem vorhandenen Vermögen, dann gucken wir eben auch sehr genau hin. Und bei kleineren Vermögen ist es wirklich auch immer wieder der Appell, denken Sie über eine Zustiftung nach. Es ist in Kooperation vieles auch mit den ganz individuellen Ansprüchen, die da häufig auch dahinter stehen, ist aber eben auch sehr vieles eben auch durch eine Zustiftung toll in die Umsetzung zu kriegen. Also das sind schon so die Dinge, die grundsätzlich bei uns in den Beratungen laufen. Und Sie fragten nach die anderen Tools, die wir jetzt noch unseren Mitgliedern in der Zeit geboten haben. Ich will nur eine vielleicht sehr konkrete Erfahrung schildern. Es sind, wie gesagt, viele fluide Formate, kurzfristige Zusammenkünfte, wo man Austausch ermöglicht hat, neben den Beratungsangeboten. Was wir zum Beispiel eben gemacht haben, ziemlich zu Beginn der Pandemie, da haben wir mit den Sozialunternehmensstiftungen, das heißt, das sind eben Stiftungen, die häufig große Krankenhäuser oder Alten- und Pflegeheime an sich gebunden haben, die eben in einer massiv überforderten Lage waren, weil jeder zu Beginn der Pandemie das war. Und da haben wir eben natürlich sehr kurzfristig ermöglicht, dass wir diese Stiftungen aktiv miteinander verknüpft haben, um einfach über so ein kollaboratives Arbeitspapier sie in den Austausch zu bringen. Also da ging es dann wirklich darum, wie macht ihr das und wie kann man schnell voneinander lernen? Das sind, glaube ich, so Sachen, wo wir als Verband einfach was Gutes tun können, indem wir einfach die Plattform bieten und einfach der Anlaufpunkt sind an der Stelle. Und darüber hinaus gab es dann eben noch so ein Pressebriefing, weil eben zum Teil in den Krankenhäusern zu Beginn der Pandemie dann einfach auch eine Überforderung stattfand, dass keine Kapazitäten für irgendwelche Presseanfragen da waren, die natürlich aber auch zu Beginn der Pandemie stattfanden. Also das sind so sehr ganz praktische Beispiele, wie wir dann auch aktiv geworden sind als Verband. Ja, danke dafür. Matthias Schmolz, auch an Sie nochmal die Frage, gibt es auch andere Beispiele, die Sie an dieser Stelle nennen können, ergänzend zu dem, was wir schon gehört haben? Ja, natürlich. Ich würde gerne nochmal auf die Rahmenbedingungen aber am Anfang zurückkommen, also die Spielräume, die Stiftungen haben für ihre Arbeit. Und da haben Frau Schäpli und Frau Nagel ja zu Recht auf die Niedrigzinsphase hingewiesen. Das ist aber nicht einfach nur ein Schicksal, sondern die Frage ist, wie wir damit umgehen, was wir gestalten können. Das ist eine ganz große Herausforderung für viele Stiftungen, weil jahrzehntelang die festverzinslichen Anlagen das Rückgrat der Vermögensanlage waren. Und daraus sind kaum noch Erträge, kaum noch Ergebnisse zu erwirtschaften. Das hat schon vor der Pandemie angefangen und das ist keine kühne Prognose zu sagen, das wird auch in den nächsten 2 Jahren so sein. Dem sind wir aber nicht einfach nur ausgeliefert. Wir betreuen ja 670 Stiftungen und sind da auch in der Vermögensanlage engagiert und da gilt es, differenzierte Antworten zu finden und indem man in chancenreichere, ertragreichere Anlagen investiert, kann man da auch andere Renditen erwirtschaften und höhere Spielräume erwirtschaften. Das ist möglich, das ist verantwortlich gut möglich und das ist auch möglich unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, was ja auch ein ganz großes Thema ist. Und das andere ist, die Stiftung dabei, ihnen dabei zu helfen, Spielräume zu erwirtschaften, indem sie eben professionell unterstützt werden, indem man versucht, die Betreuung so zu organisieren, dass eben möglichst niedrige Verwaltungskosten nur nötig sind. Für die einzelnen Stiftungen und Beispiele, glaube ich, dürfen wir nicht nur gucken auf das, was
direkt getan worden ist im medizinischen Bereich. Ich habe ja vorhin zwei Beispiele genannt mit der Carsten-Stiftung, mit der Prost-Stiftung, die direkt medizinische Projekte unterstützt haben. Sondern ich glaube, es kommt auch auf die Stiftungen an, die jetzt weiter berechenbar, stetig Zivilgesellschaft unterstützt haben. Und ich glaube, in der Situation, in der wir sind, nicht nur die Pandemie, sondern die große Transformation, in der wir als Gesellschaft sind, also Digitalisierung, Nachhaltigkeit, als Themen, die zum Teil durch die Pandemie nochmal weiter getrieben worden sind, aber die uns ganz langfristig beschäftigt werden. In dieser Situation ist die Zivilgesellschaft wichtiger denn je. Die Projekte der Zivilgesellschaft, eine lebendige, eine widerstandsfähige Zivilgesellschaft, die sich um ganz viele Themen kümmert. Und da haben viele Stiftungen großartige Dinge geleistet. Ich will noch ein Beispiel ergänzen. In Hamburg, die Augstein-Stiftung hat zusammen mit anderen Stiftungen, mit der Hamburger Bürgerstiftung, zum Beispiel ganz tolle Projekte aufgesetzt, um in der Pandemie Unterstützungsangebote für eher benachteiligte Gruppen zu machen, die sich besonders schwer tun, die besonders stark von der Pandemie getroffen sind, weil große Einkommensverluste da waren und es schwerer noch für diese Bereiche gewesen ist, jetzt auch zum Beispiel schulisches Lernen zu unterstützen und zu begleiten. Da haben sich doch viele Schulen lange sehr schwer getan, adäquate Angebote zu machen. Und da gibt es ganz viele tolle Beispiele zu erzählen. Ich danke Ihnen erstmal für das Sammeln dieser Beispiele. Bevor wir jetzt gleich in den Publikumschat starten, weil hier sind schon einige Fragen aufgeploppt, dafür schon mal vielen Dank, liebes Publikum. Sie kommen auch gleich zum Zuge. Würde ich gerne noch mal Anne Dunker fragen von der Mercator-Stiftung. Es wurde hier gerade schon zwischen den Zeilen gesagt, es gibt so viel drängende Fragen. Es gibt die ganz akuten Fragen, das ist klar, die liegen auf der Hand, Stichwort Pandemie. Aber es gibt natürlich auch akute Fragen, die, wenn wir über den deutschen Tellerrand blicken, und da kommen Sie mit Ihrem Team Europa natürlich ins Spiel, auch nochmal eine ganz andere Tragweite haben, eine zivilgesellschaftliche. Das sind die Frage von Shrinking Spaces zum Beispiel, ja, von, sage ich mal, der dunklen Seite zivilgesellschaftlichen Engagements, was wir ja auch in einigen Ländern Europas, auch hier in Deutschland, hier und da beobachten. Deswegen möchte ich Sie nochmal so ein bisschen fragen, wenn Sie sich sozusagen die europäische Tragweite der Stiftungsarbeit anschauen. Was sind es denn für Probleme, die Sie da sozusagen, denen Sie da ins Gesicht schauen müssen? Welche Probleme, welche problematischen Entwicklungen sehen Sie da? Wenn ich auf Europa schaue und dieser Tage das Wort Herausforderung höre, dann denke ich natürlich besonders an die erneute Migrationskrise momentan an den Außengrenzen, an der polnischen Grenze. Und die, das hat ganz, ganz viele Aspekte. Aber auch da ist die Pandemie nochmal ein verschärfender Faktor. Es ist auch ein verschärfender Faktor, was das große Thema Rechtsstaatlichkeit angeht, auf das wir einen besonderen Fokus legen. Weil die Pandemie natürlich dazu geführt hat, dass Gesetzeslagen verändert wurden und ein bisschen vielleicht eine Art Raum auch entstanden ist, um Gesetze zu verändern, die demokratische und rechtsstaatliche Rechte einschränken oder abschaffen und die so eine Zeit lang unterm Radar gelaufen sind. Rechtsstaatlichkeit und der Einbruch von Rechtsstaatlichkeit, der beginnt ja sehr früh und da gibt es so eine sukzessive Erosion. Und da muss man natürlich auch sagen, dass in den letzten nun fast 2 Jahren extrem viel Aufmerksamkeit auf der pandemischen Lage zurechtgelegen hat und dann andere Themen auch unterm Radar gelaufen sind und sich nun sehr, sehr, sehr stark aufdrängen und das Engagement europaweit auch einfordern. Wir erleben auch, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass sich Menschen, die sich für solche Themen wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit einsetzen, dass die Solidarität erfahren. Das klingt vielleicht manchmal banal, aber dass diese Menschen, gerade aus Ländern, wo sie dann persönlich unter Druck stehen, wo sie ihre Karrieren gefährden, vielleicht sogar ihre Familien, dass diese Menschen mit Leuten aus anderen europäischen Ländern zusammenkommen, die sich ebenfalls für diese Themen einsetzen, dass sie Solidarität erfahren, dass sie im Gespräch miteinander Unterstützung finden. Das ist sehr wichtig, um Resilienz
zu steigern und um Leute auch bei der Stange zu halten, sich für diese wichtigen Themen auch unter Einbuße von persönlichem Gewinn oder von Sicherheit und all diesem, sich dafür weiterhin einzusetzen. Und da ist es natürlich besonders schwer, wenn das alles persönlich nicht mehr geht. Weil diese persönlichen Begegnungen, der persönliche Austausch ist so zentral. Da passieren Dinge, die dann doch online schwer herzustellen sind. Und das ist was, worüber wir uns auch langfristig Gedanken machen. Wie können wir diese Solidarität, diese Nähe herstellen, wenn vielleicht auch in Zukunft das Reisen schwierig bleibt? Das ist doch auch ein großes Thema. Und wenn ich noch zu einem Punkt zurückkommen darf, der jetzt hier viel angesprochen wurde, die Frage, wie haben wir uns umgestellt in den Pandemiezeiten, hat das ja ganz tolle Aspekte gehabt. Das kennen, glaube ich, alle, dass auf einmal mehr Flexibilität da war, dass für Familien zwar der Druck extrem hoch war, aber es auf einmal normal war, wenn ein Kind bei der Videokonferenz reingelaufen kam. Oder normalerweise würden Sie mich jetzt mit so einem bunten Wimpel im Hintergrund sehen, weil ich oft im Kinderzimmer sitze und Videokonferenzen mache, weil gerade da das Internet am besten ist. Das wurde viel normaler und akzeptiert. Und das war auch ein hoher Preis, ja. Man muss viel jonglieren. Und wenn daneben ein Kind spielt, ist das so eine Sache, immer fokussiert im Meeting zu sitzen. Gleichzeitig hat das, glaube ich, auch ganz viel gebracht. Und da habe ich jetzt fast den Reflex beobachtet, wieder den Deckel drauf zu machen. Und sobald es wieder ging, zu sagen, wir machen die Meetings online und wir fahren überall hin und das ist wieder schwieriger mit der Flexibilität. Also da würde ich mir doch sehr wünschen, dass gerade ein Sektor wie der unsere da auch sehr mutig vorangeht und das Positive, was wir gelernt haben, durch die Pandemie mitnimmt in die nächste Zeit. Ja, danke Ihnen, Frau Duncker. Also unkonventionelle Wege vielleicht auch einfach mal zu beschreiben. Da gibt es eine Hand von Sosan Shibli, gerne noch dazu. Ich fand den Aspekt der internationalen Frage von dir, Shelly, total wichtig und die möchte ich gerne nochmal aufgreifen, weil wir sehen das ja auch in der Kooperation mit unseren Partnerstädten, Warschau zum Beispiel, wie wichtig es ist, dass wir die Städte, die demokratisch regiert sind, weiter unterstützen, dass sie den nationalen Regierungen auch weiter etwas entgegentreten können und da sehen wir ja auch genau das, was du gesagt hast, Shrinking Spaces für Stiftungen, und da ist es so wichtig, dass wir gerne auch in der Zukunft als Staat oder als Senatskanzlei mit unseren internationalen Ressourcen eine Plattform bieten möchten, damit unsere Stiftungen hier noch viel stärker auch mit internationalen Stiftungen agieren können, zusammenarbeiten können und wie man es schafft, diese Shrinking Spaces einigermaßen zu umschiffen. Wir hatten ja angefangen mit einem Roundtable, der ist dann aufgrund von Corona und aufgrund von ich war schwanger, habe dann ein Kind bekommen, haben wir das ein bisschen zurückgefahren, aber ich würde mir ganz stark wünschen, dass der nächste Senat das wieder aufgreift und wir genau diese Fragen nochmal thematisieren und schauen, wie konkret wir auch als Senatskanzlei Kooperationen internationaler Art von Stiftungen hier und Stiftungen zum Beispiel mit in unseren osteuropäischen Nachbarländern unterstützen können, weil wir wollen das Thema Engagement und zivilgesellschaftlicher Beitrag künftig noch viel stärker europäisch und international denken. Also das ist, das erscheint uns wichtiger denn je, weil diese Mauern, die es gibt, eigentlich sollte es sie nicht geben. Aber wir sehen, dass überall wieder Mauern aufgebaut werden und wir müssen Wege finden, um sie zu überwinden. Zu überwinden, um auch eine Unterstützung einfach zu markieren. Ne? Ich denke, es ist ganz wichtig, zivilgesellschaftlichen Bewegungen in anderen Ländern immer wieder zu zeigen, wir sind an eurer Seite, wir sind da, wir hören euch. Das ist natürlich auch ein wichtiges Gegengewicht sozusagen in der nachrichtlichen Welt, dass man nicht nur die eine Seite hört, sondern auch andere Stimmen. Vielen Dank erstmal. Ich glaube, das waren an Themen schon mal eine ganze Menge, die wir jetzt hier aufgemacht haben. Ich möchte mal gerne in den Publikumschat schauen. Und das sind
unterschiedliche Fragen, einmal an Berlin und einmal geht es um rechtlich-finanzielle Sachen. Da fragt zum Beispiel Stefan Diefenbach-Trommer, ich lese vor, gemeinnützige Stiftungen sollten nicht auf einen Erlass warten müssen, um sich aus aktuellem Anlass auch mal über ihren Zweck hinaus zu engagieren. Ob im Kampf gegen Corona, in der Unterstützung von Hochwasseropfern oder im Engagement gegen Rassismus. Auch Stiftungen brauchen passende gemeinnützige Zwecke. Dazu hat er uns auch einen Link geschickt. Was tut Berlin hierfür, lautet die Frage. Um gemeinnützige Zwecke sozusagen zu sehen, so würde ich das jetzt verstehen, diese Frage. Ich werfe die jetzt einfach mal in den Pool. Möchte jemand dazu was sagen? Ja, also ich kann dazu ganz konkret was sagen, weil das eine Frage ist, die vor allem sich an die Politik richtet. Es geht um das Gemeinnützigkeitsrecht. Es gibt ja die Diskussion, dass einigen Akteuren die Gemeinnützigkeit entzogen wurde wegen politischen Handelns. Und da hat Berlin eine Bundesratsinitiative gestartet in Bezug auf die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts. Aber das sind wahnsinnig dicke Bretter, die wir da bohren. Und das ist etwas, was auf Bundesebene geregelt werden muss. Ich weiß, dass das BMF, das Bundesfinanzministerium unter Scholz, da auch in vielen Gesprächen mit der Zivilgesellschaft ist, wie man dieses Gemeinnützigkeitsrecht reformieren kann, weil es nicht sein kann, dass bestimmte Organisationen, von denen wir alle wissen, dass sie sich, ich möchte jetzt keine Namen nennen, von denen wir alle wissen, dass sie sich für unsere Demokratie stark machen, da denen das Gemeinnützigkeit, die Gemeinnützigkeit abgesprochen wird oder gar nicht erst zugeschrieben wird. Also da müssen wir ran. Berlin ist da sehr interessiert daran und hat, wie gesagt, im Bundesrat da auch schon eine Initiative gestartet, die leider erstmal nicht auf Erfolg gestoßen ist, aber wir bleiben da dran. Es gibt noch eine zweite Frage, ich glaube, die richtet sich auch an die Politik, wenn ich es richtig sehe. Ich weiß, ja, von Frau Brunks, genau. Wie wäre es mit etwas weniger Bürokratie und besonders weniger Kosten? Wir sind eine kleine Stiftung und sind von der Stiftungsaufsicht verdonnert worden, schreibt sie, einen Wirtschaftsprüfer einzusetzen. Das sind 5.000 Euro im Jahr, die wir nicht verteilen können. Könnte man die Prüfung nicht auf 3 Jahre reduzieren? Dem Finanzamt reicht dieser Zeitraum auch. Ja, was ist dazu zu sagen? Vielleicht direkt an Sausan Şepli, aber gerne auch an Matthias Schmolz. Ich kann mir vorstellen, dass das ja kein Einzelfall ist. Ne? Wer möchte dazu was sagen? Oder Frau Nagel, wer auch immer. Ich werfe das jetzt einfach in die Runde. Ja, also das ist, berührt ja ein grundsätzliches Problem, dass wir eine Fülle von Regulierungen haben und ich glaube, dass wir häufig sozusagen von Pathologien her denken, von Missbrauchsmöglichkeiten, die ausgeschlossen werden sollen und die dazu führen, dass wir immer mehr statt weniger Regulierungen und Vorgaben bekommen. Und vielen Stiftungen, so wie das jetzt im Chat war, wäre sehr geholfen, wenn es mehr Flexibilität gäbe. Das ist einmal natürlich eine Frage an die Ermessensspielräume von Aufsichtsbehörden, aber es ist eine Frage an die Politik von Rahmenbedingungen. Wir haben jetzt ja gerade eine Stiftungsrechtsreform gehabt, die in diesem Sinne einige Verbesserungen gebracht hat, aber es gibt nach wie vor erhebliche Einschränkungen, etwa wie man mit dem Stifterwillen umgeht, welche Flexibilitäten es zulässt. Und ich glaube, es wäre sehr erfreulich und hilfreich für viele Stiftungen, wenn diese Spielräume erweitert werden können und wir nicht nur den natürlich sehr wichtigen Gesichtspunkt der Aufsicht, des Vermeidens von Missbräuchen so sehr in den Vordergrund stellen, wie mir das manchmal der Fall zu sein scheint. Ich habe mal eine Frage zurück, weil das ist ja eben ein generelles Problem, weil die Senatskanzlei ist nicht zuständig für die rechtlichen Fragen, aber ich bin ja immer gewillt, auch wenn das sozusagen nicht in meinem originären Zuständigkeitsbereich betrifft, zu helfen und zu gucken, wie wir das gemeinsam gelöst kriegen. Ich bin mir sicher, Sie sind dazu seit vielen Jahren mit der Justizverwaltung, die ja sozusagen dafür zuständig ist, im Gespräch. Und da würde mich interessieren, was sind denn die, ich bin da nämlich nicht im Thema und weiß auch nicht, warum man das nicht gelöst kriegt. Das erscheint mir eigentlich nicht so kompliziert, aber es gibt immer Gründe. Also was sind denn die Gründe, die dagegen sprechen? Und
ansonsten würde ich das ehrlich gesagt nochmal aufgreifen, auch in der ganzen Frage, wie wir Stiftungen weiter unterstützen können im nächsten Senat und mal gucken mit den Kollegen, wo man da andocken kann. Also wenn es auch Möglichkeiten gibt, rechtliche da anzugehen, um bürokratische Hemmnisse abzubauen, oft ist es rechtlich gar nicht möglich, aber vielleicht können Sie mir da nochmal kurz helfen und dann gucken wir, dass ich das mitnehme. Ich habe auch meinen Leuten schon mal geschrieben, vielleicht können wir da direkt was machen, aber ich weiß es nicht. Ja. Weil ich würde das gerne mit in die Gespräche mit dem Aufsichtsrat, mit der Stiftungsaufsicht nehmen. Wenn ich denke mal, das kann man eigentlich lösen. Es gibt hier auch noch einen Nachschub von Stefan Diefenbach-Trommer, der in Sachen Gemeinnützigkeit hier nochmal geschrieben hatte. Es geht auch, schreibt er, um den Anwendungserlass, AEAO, den die Länder mitbestimmen. Also, wenn Sie das mitnehmen, ist das ganz gut. Ne? Das ist doch ein tolles Angebot, oder, Stefan Diefenbach-Trommer? Sie können jetzt nicht reagieren, aber ich denke, genau dazu ist so ein Stiftungstalk da, um das ein bisschen hier nochmal einzukreisen. Mira Nagel, an Sie die Frage, was brauchen denn Stiftungen, um mit diesen nicht ganz einfachen Kontexten, von denen wir ja jetzt einige gehört haben, ja, sowohl auf organisatorisch-finanzieller und bürokratischer Ebene als auch inhaltlich in Zukunft zurechtzukommen, da Sie auch für die Verbandsentwicklung ja zuständig sind. Wo sehen Sie denn sozusagen wichtige Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, damit Stiftungen anständig und gut arbeiten können? Jetzt sind Sie offenbar gemutet. Frage an die Technik. Wir hören Frau Nagel. Achso, jetzt müsste alles besser sein. Hören Sie mich jetzt wieder? Super. Ja, genau. Also danke nochmal für das Wort an der Stelle und in Richtung Frau Schäbli auch gerichtet. Gerne nochmal. Ich nehme das gerne auch nochmal mit an meine Kollegin aus dem Justizariat bei uns. Das ist natürlich immer ein tolles und gutes Angebot der Politik, wo wir unbedingt, wir sind im Gespräch, wir sollten im Gespräch bleiben. Ich glaube, das ist die richtige und gute Botschaft hier. Die bürokratischen Hürden sind durchaus das, was ja auch gerade in den Chats schon formuliert wurde, das, womit Stiftungen immer wieder natürlich auch an ihre Grenzen kommen und zu kämpfen haben. Das ist auch unsere tägliche Erfahrung aus den Gesprächen, die wir eben haben und die wir führen, was uns gespiegelt wird. Also von daher freue ich mich, wenn wir da alle in die richtige Richtung weiter voranschreiten. Corona war ja auch das Jahr der Stiftungsrechtsreform, Herr Schmolz, Sie hatten das ja gerade schon gesagt. Und damit haben wir, glaube ich, schon ein großes Teil oder wichtige Hürden genommen. Dem ist sicherlich so, aber es bleiben eben immer noch auch Hürden zurück, die wir weiter mit der Politik gemeinsam gestalten sollten. Also da würde ich mich beiden Vorrednern, so Frau Schäbli als auch Herrn Schmolz, anschließen wollen. Sie fragen jetzt konkret, Frau Kupferberg, nach den Zukunftsaussichten für Stiftungen. Was brauchen Sie? Was mir da einfällt, sind natürlich einerseits, und das ist ganz grundsätzlich, darüber haben wir jetzt gesprochen, die Rahmenbedingungen und die bürokratischen Hürden, die da wirklich an vielen Stellen immer noch zu verbessern sind, natürlich. Orientierungshilfe, glaube ich, brauchen auch Stiftungen. Das ist zumindest so meine Erfahrung aus vielen Gesprächen. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Grundsätze guter Stiftungspraxis ja ins Leben gerufen. Das heißt, eine Good Governance-Richtlinien zu geben, das ist eine Selbstverpflichtungserklärung für Stiftungen, wo wir aber sehr konkret eben auch Handlungsempfehlungen den Stiftungen an die Hand geben wollen, wie sie sich zu vielen verschiedenen Themen, zu Vermögensthemen, zu dem Thema Nachhaltigkeit positionieren können und das in ihrer eigenen Arbeit in die Umsetzung auch die Umsetzung gestalten können. Jede Stiftung hat da unterschiedliche Spielräume, auch dann wieder mit Bezug auf den Satzungszweck. Das sind, glaube ich, so Dinge, Orientierungshilfen im täglichen, im Stiftungswirken, im Stiftungshandeln sind ganz wichtig an der Stelle. Ein gutes Netzwerk ist, glaube ich, das, was, das wissen alle, das ist nichts Neues, sicherlich Kooperationsbereitschaft, das ist das, was wir als Bundesverband versuchen herzustellen, dass die Leute miteinander ins Gespräch sind, Kooperationen sind jetzt auch gerade unter Finanzierungsfragen immer was und inhaltlicher Art genauso ganz, ganz relevante Punkte. Und ich glaube, am Ende ist es auch Mut und Risikobereitschaft, möchte ich so an der Stelle sagen, weil ich glaube, Frau Dunke hatte das vorhin schon so wunderbar auf den Punkt gebracht. Es geht darum, dass Stiftungen Risikobereitschaft mit sich bringen, wie es fast niemand anderes in dieser Gesellschaft kann. Sie versammeln unheimlich viele engagierte Menschen, die da mit viel Energie und intrinsischer Motivation dahinter stehen. Und das nach vorne zu treiben und da wirklich auch mit allen Herausforderungen, die derzeit da sind, das hat der Schmolz, glaube ich, vorhin angesprochen,
zusammengeschickt. Na, ich will es jetzt nicht wiederholen, aber die großen transformatorischen Herausforderungen anzugehen, das ist, glaube ich, Mut und Risikobereitschaft, was da Stiftungen dann auch in ihrem täglichen Handeln ja auch uns ständig beweisen. Also ich meine, das findet statt und ich glaube, das ist das, was es auch in Zukunft braucht, damit sie eine gesellschaftliche Relevanz haben. Ja, herzlichen Dank. Jetzt hat sich Frau Duncker gemeldet, sehr gerne. Und danach würde ich auch von Herrn Schmolz noch mal gerne so ein paar Weichenstellungen wissen, die er für besonders wichtig erachtet und prägnant, wenn es um Zukunft von Stiftungsarbeit geht. Aber erst mal Frau Duncker, direkt dazu. Ein Stück weit würde ich dem Satz widersprechen, dass wir als Stiftung so risikofreudig sind und aus Fehlern lernen und risikoaffin. Das wird uns zugeschrieben, das nehmen wir auch für uns selber gerne in Anspruch. Das klingt ja auch gut. Ich glaube, dass wir das noch deutlich zu wenig tun, weil wir dann doch alle gewohnt sind, möglichst Fehler nicht zu machen und wenn sie passieren, nicht so an die große Glocke zu hängen, dass wir eher, glaube ich, auf bewährte Förderpartner oder Partnerstrukturen zurückgreifen, als auf die, die wir noch gar nicht kennen. Vielfach ist es angeklungen, es gibt bestimmte natürlich rechtliche Rahmenbedingungen, die uns auch in eine gewisse Richtung vielleicht lenken, nämlich eher auf die auch Richtung der sicheren Entscheidung, der nicht so risikobehafteten Entscheidung. Und ich glaube, das müssen wir uns selber immer wieder sagen. Wir können das machen und wir dürfen das machen, wir müssen das machen, um auch zu innovativen Lösungen zu kommen für die ganz großen drängenden Fragen, wo ja keiner die perfekte Lösung in der Schublade hat. Wie gehen wir mit dem Klimawandel um, mit den Auswirkungen der Digitalisierung, mit der internationalen Zusammenarbeit? Wie stehen wir effektiv für Werte in Europa ein? Dafür brauchen wir richtig gute Ideen. Und dafür müssen wir Dinge ausprobieren und dafür müssen wir in Kauf nehmen, dass das auch mal schiefgehen kann. Und das ist natürlich umso schwerer, wenn wir jetzt nochmal an den Anfang, die Niedrigzinspolitik denken, wir natürlich den Druck verspüren, jeden Euro, den wir ausgeben, so gut auszugeben, wie es irgendwie geht. Den möchte man eigentlich nicht in einen Misserfolg investieren. Aber es können ja aus Projekten, die dann nicht so gut geklappt haben oder Ideen, die nicht so gut gelaufen sind, auch viel Kreatives entstehen. Und wir brauchen, glaube ich, diese Risikobereitschaft bei gleichzeitiger Verantwortung für das Geld, das uns anvertraut ist, um die wirklich guten, innovativen Ideen für die Zukunft zu finden. Ja, danke für diesen wichtigen Denkanstoß an dieser Stelle. Ja, Herr Schmolz, aber auch an Sie nochmal die Frage für Weichenstellungen, die Sie als ganz wichtig erachten. Ja, ich glaube einmal, dass es Stiftungen darum gehen muss, dass sie sind an sich, das ist die Grundidee, langfristig angelegt. Das heißt auch nachhaltig angelegt. Und um langfristig gut agieren zu können, unter schwierigen Rahmenbedingungen, braucht man verlässliche, stabile Rahmenbedingungen, soweit sie Politik jedenfalls herstellen kann. Das heißt, die großen Veränderungen, vor denen wir stehen, werden Politik immer wieder herausfordern, auch kurzfristig zu agieren. Aber kurzfristig agieren muss nicht jedes Mal heißen, Rahmenbedingungen für Handeln der Zivilgesellschaft zu verändern. Je mehr Stetigkeit, Verlässlichkeit, Berechenbarkeit es gibt, alleine das reduziert schon Aufwand in Stiftung, Beratungsaufwand, insbesondere in rechtlicher Hinsicht, weil man sich auf Regulatorik verlassen kann. Die Praxis ist eher anders. Es vergeht gar kein Jahr, an dem sich nicht regulatorische Rahmenbedingungen verändern. Häufig zielen die eigentlich auf ganz andere Dinge, also Kapitalmarktgesetzgebung zum Beispiel. Und die betreffen dann aber auch diese Bereiche. Die wirken dann in so Fragen ein, wie unter welchen Rahmenbedingungen kann ich als Stiftung eigentlich Darlehen vergeben, ohne gegen Geldwäsche, gegen Kapitalmarktgesetzgebung zu verstoßen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und gleichzeitig wollen wir, das hat Frau Duncker ja völlig recht, das ist eine Herausforderung für Stiftungen, innovativ zu sein, flexibel auf neue Herausforderungen zu ändern, auf andere Fragestellungen zu reagieren. Dafür braucht man Spielräume, dafür braucht man Rahmenbedingungen, die das zulassen und die das nicht erschweren, weil sie sagen, hier ist ein Stifterwille einmal festgelegt worden, sondern man muss dann, glaube ich, nicht nach den Buchstaben gehen, sondern nach dem Geist dessen, was dort gemeint ist. Und wenn sich die Rahmenbedingungen so sehr verändern, dann muss man interpretieren dürfen, was dann gewollte Zwecke sind. Und diese Flexibilität, diese Spielräume, die brauchen wir unbedingt. Ein ganz konkretes Thema, was, glaube ich, ganz viele Stiftungen
betreffen wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das haben wir hier in unserer Diskussion ja auch schon angesprochen. Das ist neben der Digitalisierung eines der Megathemen, die uns alle beschäftigen werden. Das betrifft die Stiftung in ihrer eigenen Arbeit. Ist sie selbst nachhaltig? Hat sie sowas wie ein Klimaziel? Weiß sie um ihre Klimabilanz? Vielleicht eher ein Thema für größere als für kleinere Stiftungen, aber am Ende tatsächlich ein Thema für uns alle. Und natürlich die Frage unserer Förderprojekte. Wie können wir dieses Thema dort sinnvoll integrieren? Und da stehen wir wirklich vor großen Herausforderungen. Wenn Sie mich jetzt zum Beispiel fragen würden, was ist denn eine nachhaltige Vermögensanlage? Dann würde ich sagen, geben Sie mir eine Viertelstunde mindestens. Dann kann ich Ihnen dazu was sagen. Das ist nicht befriedigend. Wenn Sie jemanden in der Buch- oder Zeitschriftenbranche fragen würden, bist du nachhaltig, dann hätte er es relativ einfach. Er könnte das Buch aufklappen und auf das Logo FSC zeigen und sagen, hier ist ein anerkanntes Siegel, das dafür steht, dass die Buchproduktion nachhaltig war. So etwas fehlt uns. Das haben wir nicht. Wir sind in einer unglaublich komplizierten Welt mit allerlei konkurrierenden Angeboten. Und selbst für ausgewiesene Experten, zum Beispiel bei uns im Vermögensmanagement-Team, ist das nicht leicht, da eine Schneise zu schlagen und insbesondere zu Empfehlungen zu kommen, die dann auch das für Stiftungen, in denen ja nun keinesfalls nur Kapitalmarktexperten unterwegs sein können oder sollten von den Stiftungen, das ist ja nur Rahmenbedingungen, die wir erstellen. Darum geht es ja nicht in der Sache selbst. Aber denen etwas an die Hand geben, was es ihnen einfach macht, plausibel zu sagen, überzeugend für andere darzulegen. Auch an dieser Stelle kümmern wir uns um dieses Thema Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, das durchzubuchstabieren, zu konkretisieren und handhabbar zu machen. Ich erinnere mich auch an das letzte Jahr, da war genau das auch nochmal das Thema, neben dem Thema auch die Perspektivenvielfalt innerhalb einer Stiftung auch zu bedenken. Ja, also diese großen Querschnittsaufgaben, die gesellschaftspolitischen, die wir ja in aller Munde im Prinzip tragen, heißt also Nachhaltigkeit, Klimawandel, aber auch eben antidiskriminierend zu arbeiten oder positiv ausgedrückt, Vielstimmigkeit auch in den eigenen Reihen zu haben, um eben die unterschiedlichsten Stimmen zu Themen auch wahrzunehmen und mit ihnen zu arbeiten. Das alles sind sicherlich ganz große Aufgaben, liebes Publikum. Wenn Sie noch eine Frage, Ergänzung jetzt loswerden möchten, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt, weil wir so langsam zum Schluss kommen mit unserem Stiftungstalk. Frau Dunker, Sie sind heute die Frau fürs Internationale, für den Blick nochmal über den Tellerrand, auch wenn wir das von den anderen RednerInnen ja auch in verschiedensten Zusammenhängen jetzt schon gehört haben. Aber welche Bedeutung messen Sie auch sozusagen in diesem Zusammenhang Allianzen und sozialen Bewegungen zu und wie verhält man sich vor allem als Stiftung zu sozialen Bewegungen, die Nachhaltigkeit, Perspektivenvielfalt einfordern und die ja auch uns begleiten seit geraumer Zeit in der Öffentlichkeit? Wie verhält sich sozusagen Ihre Stiftung zum Beispiel zu diesen sozialen Bewegungen? Ich glaube, dass soziale Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future extrem wichtig war, um das Klimathema dahin zu bringen, wo es heute ist. Und das gilt für andere Themen ganz genauso. Insofern sind wir, glaube ich, ganz stark darauf angewiesen. Es ist eine Frage, inwiefern man als Stiftung mit sozialen Bewegungen arbeiten kann, die ja nicht, die werden nicht gegründet, die werden sehr dezentral nur gesteuert. Die entstehen und die bringen Themen auf die Agenda und die große Leistung ist es ja, die Themen dann so weit auf die Agenda zu bringen, so präsent zu machen, dass dann auch Politik nicht mehr drumherum kommt, diese Themen aufzunehmen, wie man jetzt bei den Klimaverhandlungen zum Beispiel sieht, bei der COP gesehen hat, jetzt in den neuen im Koalitionsvertrag sehen wird. Da steht ja vieles drin, auch wenn vieles noch zu wenig ist, was man sich vor wenigen Jahren gar nicht hätte vorstellen können. Und da hat viel natürlich dazu beigetragen, dass es diese starke soziale Bewegung getragen, vor allem von Fridays for Future, aber auch vielen anderen gegeben hat. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns als Stiftung wichtig, da das Ohr am Puls der Zeit zu haben und zu schauen, welche Themen sind das, wo kann man unterstützen, wo kann man Organisationen fördern, die sich für entsprechende Themen stark machen.
Aber auch da, und da wird es dann wieder ganz technisch, müssen wir natürlich gucken, wer ist ein potenzieller Förderpartner. Denn man kann natürlich keine soziale Bewegung per se fördern. Man kann immer einzelne Organisationen unterstützen, wenn sie gemeinnützig sind. Man kann auch über Personenförderung einzelne Personen fördern, über Stipendienprogramme oder Fellowships oder Ähnliches. Man kann Kommunikation in die Öffentlichkeit fördern und Debatten über solche Themen. Und ich glaube, das ist das, was wir vor allem tun können. Stecken ja auch große Potenziale dahinter, um auch Ihre Themen, Ihre Stiftungsthemen sozusagen nochmal weiter in die Öffentlichkeit, in die Mitte der Gesellschaft zu drängen. Es gibt hier noch tatsächlich eine Frage aus dem Chat von Emilia Tafel. Ich lese mal vor, eine Frage an Herrn Schmolz. Wie können Stiftungen zu mehr ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit bei der Vermögensanlage bewegt werden? In unserem Projekt zeigt sich vor allem die mangelnde Transparenz von Stiftungen. Ließe sich über höhere Transparenzanforderungen hinsichtlich der Allokation von Stiftungsvermögen hier etwas erreichen? Ja, also ich glaube, dass es wahrscheinlich bei der nachhaltigen Vermögensanlage immer erstmal wichtig ist, deutlich zu machen, es geht nicht darum, dann auf Rendite zu verzichten. Also nachhaltige Vermögensanlage heißt nicht, dass man darauf verzichten müsste, überzeugende Ergebnisse zu erzielen. Der Möglichkeitsraum ist nur kleiner. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass man als Stiftung von seiner Vermögensverwaltung einfordert, nach welchen Kriterien wird es hier angelegt. Man kann zum Beispiel mit Ausschlusslisten arbeiten. Viele Stiftungen arbeiten damit. Man kann also an weitere Kriterien machen, da stehen wir auch gerne für einen individuellen Rat zur Verfügung. Also neben diesen Ausschlusslisten gibt es sogenannte Best-in-Class-Ansätze zum Beispiel. Aber es gibt inzwischen auch eine ganze Reihe von Kapitalverwaltungsgesellschaften, die sich darauf eingestellt haben. Ein weiterer Schritt ist die Etablierung eines Nachhaltigkeitsbeirats, also wo man sich von externen Fachleuten begleiten und unterstützen lässt und natürlich auch eine kritische Reflexion hat über das, was man macht. Aber die Transparenz, die Auskünfte selber zu verschaffen, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie komplex jetzt die Vermögensanlage im einzelnen Fall ist. Aber jede Kapitalverwaltungsgesellschaft sollte und muss in der Lage sein, dazu Auskunft zu geben und auch in einen Dialog einzutreten, wie man Kriterien entwickeln kann. Und da wird man Schritt für Schritt vorgehen müssen. Wenn man sehr harte Kriterien anlegt, dann wird natürlich das Spektrum möglicher Vermögensanlagen sehr klein, aber was ich, wir betreuen zum Beispiel die Krebshilfe, die Arbeit mit einer Ausschlussliste, da gibt es dann so eine Schmutzquote von 1%, aber da gibt es eine Fülle von Dingen, das ist nicht nur jetzt kontroverse Waffen oder dass Stromproduzenten maximal 30% Kohleverstromung machen können, das bezieht sich auf die Frage, ob zum Beispiel sich Cannabis anbauen, nur für medizinische Zwecke und. Also da gibt es eine Fülle von Angeboten und Konkretisierungsmöglichkeiten, die grundsätzlich, glaube ich, allen Stiftungen zugänglich sind, die nicht daran hängen, wie groß das anzulegende Vermögen ist. Ja, vielen Dank für diesen ganz praktischen Ratschlag an dieser Stelle. So, zum Schluss noch kurz der Blick in die Kristallkugel. Ich weiß, Spekulatius, aber trotzdem Ihre Frage an Sie. Was vermuten Sie denn, wie die Stiftungslandschaft sich entwickeln wird in nächster Zeit in Anbetracht vor allem der pandemischen Lage, die ja jetzt uns nochmal voll trifft, voll zuschlägt? Wir haben zwar positive Entwicklungen, wie wir ja hier schon mehrfach gehört haben. Andererseits sehen Sie auch sozusagen, dass es auf der anderen Seite der Skala ein Stiftungssterben gibt, also Survival of the Fittest, um es mal ganz darwinistisch auszudrücken. Gibt es auch solche, die es einfach nicht schaffen? Und wie wird sich das entwickeln? Was glauben Sie? Vielleicht mit Blick auf die Uhr kurz. Survival of the Fittest, kleine Stiftungen sind in starker Bedrängnis, ja, und das wird in Zukunft problematischer bleiben mit der Niedrigzinsphase, die wir ja alle mehrfach hier angesprochen haben. Da bin ich ganz sicher, dass es da auch einfach zu einem Stiftungssterben kommt an der Stelle. Das klingt so dramatisch. Ich glaube aber, den Blick besser dahin zu richten zu wollen,
Zusammenlegung. Das sind so Dinge, wo ich glaube, da müssen wir aktiv in die Gestaltung gehen. Und der andere Baustein ist wirklich eine gute, und das ist, schließt an das an, was Herr Schmolz gerade festgestellt hat oder berichtet hat, mit einer wirklich sehr guten Blick auf die Vermögensanlage von Stiftungen. Also was ist auch für kleine Stiftungen denn überhaupt noch zu machen? Das ist jetzt von uns ein ganz wichtiges Vorhaben, Zielgruppen spezifische Angebote zu machen. Das heißt, wirklich zu gucken, auch was ist in der Vermögensanlage für kleine Stiftungen noch zu tun, damit genau dieses Sterben einfach nicht stattfinden muss. Und die Zahlen, und das finde ich ganz beruhigend, die sprechen ja nun auch dagegen. Also die kleinen Stiftungen sind in großer Bedrängnis aufgrund dieser Konstellation der Niedrigzinsphase und vielleicht noch dazukommenden Corona-Herausforderungen, ja. Aber die Zahlen sind jetzt noch nicht so dramatisch, dass man sagen muss, wie gesagt, ich glaube, es geht darum, dass wir Angebote schaffen als Plattform, als diejenigen, die beratend tätig sind an der Stelle auch, dass sich Leute dann auch Stiftungen dort an der Stelle selber helfen können. Ich will noch mal einen ganz kurzen Blick auch anschließend an die Frage der Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, ist deutlich geworden, das wissen wir alle, ein großes Megathema der Zukunft und der Gegenwart ja schon. Der Deutsche Stiftungstag, den wir jetzt in den Herbst verschoben haben, aus unterschiedlichen Gründen, vom 28. bis zum 30. September wird er in Leipzig stattfinden, auch als ein analoges Format, hoffentlich. Das wird das Thema Nachhaltigkeit eben auch in den Mittelpunkt nochmal rücken, und wir wollen einerseits in die Innenseite der Stiftung gucken, also das heißt, was ist aus organisatorischer Perspektive das Thema Nachhaltigkeit in den Stiftungen konkret, auch wie wird es umgesetzt, was ist da umzusetzen, und in der Außenperspektive natürlich dann auch die ganz großen Themen Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage. Es gibt ganz, ganz großartige Stiftungen, die zum Thema Nachhaltigkeit sehr intensiv arbeiten, da gibt es Bewegungen auch in Sachen Beratung und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, diese Dinge müssen wir nach oben holen, denen müssen wir eine Plattform bieten, dass sie in die Verbreitung in den Sektor kommen, dass wir gegenseitig voneinander lernen an den Stellen. Also das ist unser großes Anliegen an der Stelle. Und ein letzter, ganz kurzer Punkt noch, die Fehlerkultur. Genau, das schließt so an Frau Dunke an. Ich finde, das ist ganz wichtig. Da haben wir jetzt auch die ersten Formate zu sagen, wir müssen auch auf unsere Fehler gucken in diesem Sektor. Und das heißt, die auch wirklich nach oben holen, um daraus zu lernen. Also dem will ich mich anschließen. Und zumindest ein, zwei Veranstaltungen dazu hat es bei uns schon gegeben. Und ich würde mir wünschen, dass das einfach in Zukunft Kräfte freisetzt. Frau Nagel, da haben Sie aber ein wunderbares Schlusswort mit einem Zukunftsausblick doch mal geliefert. Der Deutsche Stiftungstag nächstes Jahr in Leipzig. Ja, möge er stattfinden. In welcher Form auch immer, sagen wir erstmal an dieser Stelle mit den Themen, die Sie genannt haben und die uns dann weiter im Gespräch halten werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Talk. Sausan Schepli, herzlichen Dank. Mira Nagel, Matthias Schmolz, Anne Dunker, für diesen gedanklichen Austausch. Danke an Sie, liebes Publikum, für Ihre Ergänzungen und Nachfragen. Ich wünsche uns allen einen konstruktiven Nachmittag, spätestens gleich in den Labs. Tschüss und ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.